Einen wunderschönen guten Abend, da sind wir. Herzlich willkommen bei Anwurf, das Handballmagazin live auf Twitch bei Sprungwurf TV. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seht, die Couch ist voll. Wir haben eine volle Sendung, eine Themenlage, die wir selten so haben. Es gibt so viel zu besprechen, deswegen legen wir direkt los. Der Mann außen ist der Trainer von den Alligators. Selten passte Kroko so gut in die Sendung wie heute, denn der Trainer von Ellerbeek ist heute da, den die Handballwoche mal als Wieslander im Kleinformat tituliert hat. Warum ihm das nicht so gefallen hat, wird er uns heute erzählen. Nico Kiebert ist heute da. Hi. Ja, moin. Ich grüße dich. Passt, also ich habe den Eindruck, heute werden wir drei auf jeden Fall verlieren bei Kroko, oder? Ist das dein Spiel? Ich habe es noch nie gespielt tatsächlich, aber es passt natürlich zu den Maskottchen, das wir in LRB haben. Ihr habt ein eigenes Maskottchen? Ja, das war eigentlich eher ein Maskottchen, was so vom Förderverein für die Jugend gedacht war. Aber ja, jetzt, wo wir gegen Barmbek viele Zuschauer hatten und ja, haben wir es einfach mal rausgeholt. Weil ich es immer gut finde, wenn Maskottchen da auch ein bisschen für Stimmung sorgt. Und wer war drin? Es hat sich erst kurz vor Spiel ermöglicht und ich weiß nicht, irgendein Kind haben wir da reingesteckt. Wir sprechen heute über Ellerbeek, vielleicht auch über die Aufstiegsambitionen. Auf jeden Fall gegen Hürup waren sie zu sehen. Wie der Trainer da sieht oder ob ich da schon mit meinen Formulierungen zu weit gehe, das werde ich gleich erfahren. Werde ich ihn fragen. Wenn auch ihr Fragen habt an Nico, schreibt sie unbedingt rein in den Chat. Und wenn wir schon den Wieslander in Kleinformat hier haben, passt die Überleitung eigentlich zu diesem Herren ganz gut, denn der Herr Wieslander war, glaube ich, früher dein Vorbild, kann man das so Ja, sagen? richtig. Als Kind noch, so Jugendlicher, habe ich ihn ja öfter mal in Ostseehalle, damals noch Ostseehalle sehen dürfen. Und das hat mir imponiert auf dem Feld. Der Mann ist der Spartenleiter, der Abteilungsleiter Handball beim TSV Wattenbek, Kolja Bußdorf. Und was ist eigentlich beim TSV Wattenbek los? Das werden wir heute besprechen in der dritten Liga, denn da tauchen plötzlich Namen auf der Spielerinnenliste auf, die ich eigentlich theoretisch beim MTV Heide vermutet hätte. Und da kommt dieser Mann ins Spiel, der kann uns das nämlich sagen. Zum Beispiel nicht nur, weil er von Zweien der Papa ist, sondern weil er auch der Geschäftsführer in Heide ist und was das mit einer möglichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen MTV Heide und TSV Wattenbek zu tun hat, das klären wir heute also mit Kolja und mit Jörg Thompson. Hallo, ihr beiden. Hallo. Die Frage erstmal nochmal vorneweg an dich. 45 Tore Wattenbek am Wochenende geworfen, das klingt ja schon beim Zuschauen, gibt Seitenstiche, kann man das sagen? Ja, nicht nur Seitenstiche, man war wirklich außer Atem, aber zeugt natürlich auch ein bisschen von fehlender Abwehr. Ne? Also das ganze Spiel mit, was waren es, 80 Tore insgesamt, meine ich, 45, 35 oder so. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber das war schon beeindruckend. Gegen Mönckeberg Schönkirchen. 18 Punkte jetzt. Das weiß ich auf jeden Fall. Das sind die Zahlen, die bedeutsam sind. Ihr habt ein ausgeglichenes Punktekonto. Was das für den Kampf um den Klassenerhalt heißt, sprechen wir gleich drüber. Auch was dann in Heide eben passiert und was eigentlich am 1. April passiert. Da treffen die beiden Mannschaften nämlich aufeinander. Jetzt kommen wir zu euch, denn ihr kennt es, der Chat ist natürlich auch wie immer am Start. Wenn ihr Fragen habt, ob es jetzt zur Männeroberliga ist und zu Ellerbeek oder zur Damen-Drittliga und zu Wattenbek und Heide, unbedingt rein da in den Chat. Freuen wir uns sehr, sprechen wir drüber und dann natürlich am Ende das Grande Finale mit unserem Krokoduell ganz am Ende. So, jetzt kommen wir aber erstmal zur Oberliga, sprechen aber noch nicht über Ellerbeek, sondern ihr kennt das, wer öfter schon unser Format gesehen hat, wir haben auch immer Spielberichte aus allen möglichen Ligen dabei und heute zweimal Oberliga, einmal Hamburg-Schleswig-Holstein. Der TSV Sieverstedt hat gegen die HSG Schölp-Westerrönfeld-Rendsburg gespielt. Da kommt dieser Mann gebürtig her aus der Richtig. Region. Und wie das ausging, das verrät uns Leo Nullmann. Macht er den Ball rein vom Kreis. Schölp-Westerrönfeld verwirft den ersten Angriff, gibt hier aber durch Felix Stiller direkt die Antwort zum 1:1. Guter Ballgewinn, direkt ins Tempo gegangen. Machen sie gut an der Stelle. Die ersten 15 Minuten waren relativ zerfahren, aber immer wieder eine Waffe der Kreisläufer des TSV Sieverstedt. Und hier Jeldrick Andresen. Macht den Ball sicher vom 7-Meter-Strich rein. 9:9 steht es hier nach 20 Minuten. Und hier sehen wir Robert Jonas von rechts außen. Der Junge, der Schülper. Und wir haben hier die nächste Szene, den nächsten 7 Meter für Sieverstedt. Jeldrick Andresen tritt an.
und im Tor. Leon Kirschner pariert den Ball hier richtig stark. Das war wichtig. Siever steht. Versucht immer wieder ranzukommen, aber Schilp konnte sich gegen Ende der ersten Halbzeit etwas absetzen. Aber den Schlusspunkt hat trotzdem Joost Schwen. Richtig schöner Treffer, ehe wir hier noch den Lattenknaller von Niklas Ranzt sehen, der hier fast noch den Buzzerbeater raushaut. Das wär's gewesen. 15:13 steht's hier allerdings zur Halbzeit für die HSG. Da müsste doch eigentlich ein Sieg drin sein. Felix Stiller eröffnet die zweite Halbzeit zum 16:13. Im Laufe des Spiels gelang es der HSG, sich immer ein bisschen abzusetzen. Und hier holt von TSV Sieberstedt Daniel Thomsen gut den 7 Meter raus, springt da schön rein. Diesmal wirft nicht Jeldrick Andresen, es ist Simon Jürgensen. Und der ist sicher vom 7 Meter Strich. Die HSG verspielt hier ein wenig jetzt die Führung. Sieber steht auf einmal auf ein Tor dran. Und das Spiel scheint wieder Spannung zu bieten. Mit der 41. Jon Oke Busch macht hier den Ball rein und holt die 2-Minuten-Strafe raus. Auf einmal ist jetzt die HSG gefordert und sie liefert in der Crunch-Time Niklas Ranft hier mit dem Führungstor. Und wir sind schon in den letzten Sekunden des Spiels. Felix Schiller hier mit der Entscheidung. Sieberstedt stellt die Wurffalle. Und somit gewinnt die HSG Schildwesterrönfeld-Rendsburg mit 27:25. Also, Sieberstedt gegen Schilp. Wir haben gerade schon, während wir das Spiel hier beobachtet haben, ein bisschen auch über die enge Halle in Sieberstedt gesprochen. Das ist gar nicht so leicht, da zu spielen, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist eine, auch wenn nicht so viele Zuschauer sind, doch eine sehr heiße Atmosphäre. Gerade als Aufsteiger geben die sich nie auf. Wir mussten es am eigenen Leid sozusagen erfahren. Haben uns so ein bisschen von der Stimmung anstecken lassen, waren sehr nervös und hatten die schlechteste Abschlussquote in dem Spiel und waren teilweise mit 5 oder 6 Toren hinten in Sieberstedt und konnten es dann irgendwie auf der Geraden nachher noch biegen. Schilp jetzt also auch am Ende gewonnen mit 2, sehr, sehr eng, 27:25. Wir schauen mal auf die Tabelle bei den Kollegen von Handball for All. Das ist der aktuelle Spielplan mit den weiteren Ergebnissen. Wir scrollen direkt mal runter, bevor wir auch hier schon das Ergebnis Ellerbeck gegen Hürup sehen. Auch da viele Tore. Ellerbeck gewinnt. Und Nico Kiebert schätzt uns jetzt das Ganze erst einmal hier unten ein. Sieberstedt sehen wir auf Rang 11. Klassenerhalt dementsprechend, höre ich zwischen den Zeilen, nicht unrealistisch bei Sieberstedt. Nee, glaube ich. Die machen einen sehr gefestigten Eindruck. Trainerteam und Mannschaft stehen eng beieinander, habe ich so wahrgenommen. Und also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie einen Klassenhalt schaffen. Ich musste hier mal ganz dicht an die Kamera rangehen. Ich konnte es gar nicht erkennen, trotz Brille. Und jetzt sehen wir schon Schilp, Tabellenmittelfeld. Nach oben ein bisschen Rückstand noch. Aber Schilp, weiß man auch aus eigener Erfahrung, immer unangenehm zu bespielen, auch auswärts logischerweise. Und das ist euer nächster Heimspielgegner. Und wer da hinkommt, hast du mir im Vorfeld verraten, kriegt nicht nur Handball zu sehen, sondern du holst auch noch die Schneekanone raus. Genau, richtig. Also wir haben jetzt seit einigen Jahren so ein Event-Team gegründet, die jedes dritte, vierte Heimspiel irgendwie einen besonderen Event-Charakter schaffen wollen, um einfach noch mehr Zuschauer in die Halle zu kriegen. Und wir hatten gegen Barmbek einen riesen Weihnachtsmarkt vor der Halle aufgebaut. Und jetzt gegen Westerrönfeld hat sich das Event-Team überlegt, dass wir eine Après-Ski-Party machen. Ja. Und da sind Après-Ski-Hütten, da gibt es Lumumba, da gibt es Waffeln, also das, was man so beim Après-Ski-Party dann so zu sich nimmt. Und da hoffen wir natürlich auf starkes Zuschaueraufkommen. Machen wir Livestream mit Schwung auf TV, aber nicht vom Spiel, sondern von vorne, vom Lumumba-Stand. Sehr gut. Ja, gegen Barmbek war es wirklich cool. Da stand ich dann auch noch ein bisschen länger nach dem Spiel und dann wollte ich mit einigen, die da waren, noch über das Spiel sprechen und die haben das Spiel gar nicht gesehen, sondern die sind am Weihnachtsmarkt nach Ellerbeck gekommen. Also, Learning, Lumumba trinken, dann in die Halle, Spiel gucken, dann zurück zum Stand. Geht auch ganz bewusst schon um 18 Uhr los und das Spiel ist dann um 20.30 Uhr am 10.3. Wir haben aber schon gesehen, um wieder ernst zu werden, sportlich gesehen, hochinteressant, was oben in der Tabellenspitze
so abgeht. Barmbek hast du schon genannt, Eiderhade und ihr seid auch dicht dran. Vielleicht kann die Regie das noch einmal einspielen. Und ich sage, wer so gegen Hürup spielt, wie ihr am Wochenende, der kann sich da nicht rausreden. Der hat in Sachen Aufstieg definitiv was mitzureden. Ja, also erstmal muss man sagen, das Kompliment auch an Barmbek, ja, wer sich das Spiel angeschaut hat, dass die gegen Eiderhade, dass sie Eiderhade ja so dominiert haben in diesem Spiel, dass das alles da oben nochmal so ein bisschen enger gemacht hat. Ja, wir sehen das aber eigentlich ganz, ganz entspannt. Also wir haben so für uns die Zielsetzung, mindestens Vierter zu werden. Deswegen war das auch ganz wichtig, dass wir gegen Hürup im direkten Vergleich gewinnen, um da halt auch den Abstand zu vergrößern. Wir wollen uns da oben in der Spitze festbeißen, wollen so die Absteiger so ein bisschen ärgern, dass die immer Drucksituationen haben. Und wir haben aber jetzt in Ellerbeck überhaupt nicht das Ziel als Aufstieg ausgegeben. Wir haben schon seit längerem mal darüber nachgedacht, was ist eigentlich so die strategische Ausrichtung, was wollen wir eigentlich in Ellerbeck schaffen. Und ja, vor 4 Jahren, wo ich das mit übernommen habe, da war Ellerbeck eher in den unteren Regionen. Und wir haben eigentlich so ein bisschen das Vorbild Hürup, sich mittelfristig über Jahre immer oben in den oberen Tabellenregionen so Top 5 zu etablieren. Und wenn man das lange schafft, dann entwickeln sich auch Strukturen und dann kann man irgendwann so einen Aufstieg vielleicht auch mal nachhaltiger planen, als wenn man jetzt irgendwie mal als Überraschungsmannschaft dann hochgeht. Das hat nicht nur Vorteile. Hürup hat letztes Jahr als Meister darauf verzichtet. Luther ist ja auch ein alter Hase, ja, und er weiß schon, warum er es gemacht hat. Und insofern sehen wir es eigentlich ganz entspannt und freuen uns einfach, dass wir noch gegen Eiderhade spielen, gegen Barmbek spielen und sind da einfach positiv gestimmt. Und ärgern ist ja das Stichwort. Also ihr habt die ja auch schon diese Saison das ein oder andere Mal ein bisschen geärgert. Letzte Saison wart ihr auch wirklich bis in die Schlussphase der Saison oben mit dran. Aufgrund der vielen, damals glaube ich noch Corona-Verlegungen auch noch, hattet ihr plötzlich 4 Spiele in einer Woche. Genau. Und ein hammerhartes Programm. Am Ende hat es knapp, ganz knapp nicht gereicht. Auch da gab es ja aber schon die Diskussion, was wäre eigentlich wenn? Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Was wäre, wenn ihr da plötzlich oben landet? Würdet ihr hochgehen können? Also das macht das Management im Hintergrund. Das haben wir jetzt von der sportlichen Leitung her einfach auch bewusst ausgeblendet, ob wir das machen würden, weil ja, weil es einfach kein Thema war. Es gab so viele andere Umstände. Du hast gesagt, mit Corona, wir waren überhaupt mal froh, diesen Spielbetrieb zu Ende zu bringen. Und ja, am Ende ist uns da wirklich ein bisschen die Puste ausgegangen. Und wenn man es dann sportlich geschafft hätte, dann hat man immer noch Zeit, auch sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähnlich wie Eiderhade damals beim ersten Aufstieg. Ja. Ja. Dann muss man nochmal auf Sponsoren zugehen. Ist das wirklich wirtschaftlich machbar? Aber bewusst in der Mannschaft, bei uns als Trainerteam, war das jetzt kein Thema, gehen wir hoch oder gehen wir nicht hoch, sondern wir hatten eine klare Zielstellung in der Saison, die haben wir geschafft. Da waren wir stolz drauf und ja, man sieht ja, Hamburg-Nord macht einen guten Job da in der dritten Liga. Die dann am Ende hochgegangen sind. Die können das wirklich realistisch schaffen. Das war aber auch so habe ich das auch eingeschätzt, dass sie bis zum Ende wirklich das sportlich schaffen können. Ja, und gute Entwicklung da. Und wir fühlen uns diese Saison auf jeden Fall in der Oberliga noch pudelwohl. Was das für dich auch als Trainer bedeutet, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt schauen wir mal, wer in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar möglicherweise hochgeht, denn das hat Sprungwurf TV gezeigt. Und wir schauen uns jetzt die Highlights an. Da gab es einige Buden, denn wir schalten jetzt zum Spiel Budenheim gegen TV Homburg. Extrem wichtiges Spiel tatsächlich in Richtung dritte Liga, denn Homburg Erster mit nur einem einzigen Minuspunkt, Budenheim dahinter Zweiter mit 2 Minuspunkten. Mal schauen, wer das direkte Duell gewonnen hat. Jan Weber klärt uns auf. Und los geht es mit dem Spiel hier. Schlechter Pass, Tempo Gegenstoß. Und da ist das 1:0. Wow. Das hakt und gegenhaken. Und da macht er das trotzdem drin. Was überlegt man sich? Wer tritt an? Wer traut sich? Schöner Kämpfer! Wow! Das. So. 10:14. Aber guck dir das mal an.
Josic. Schiedsrichter zeigt an und es wird losgepfiffen. Diese Wildigkeit, die da in dem Spiel angekommen ist. Es gibt 7 Meter. Martin Schicke müsste es sein. Wow. Aber es wird knapp. Bei 5 gegen 5 ist natürlich. Und Homburg kann sich im Moment ganz genüsslich, aber müsste jetzt noch ein bisschen konzentriert arbeiten. An den Tor herankommen. Und das wäre natürlich, und man sieht ja auch, Rudenheimer Fans, sie sind. Kriegt sie. Pappert Halle Rudenheim. So. Und das. Das rein. Ein Angriff wird definitiv noch Rudenheim haben. Aber Homburg, was machen sie denn? Und weiter geht's. Entscheidung direkt erzwingen. Ja, sie wollen dahin. Was für eine Parade von Benedikt Berg. Sekunden. Das war's. Das war's eindeutig. Das war's. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert sein. Macht euch ja eingezogen. Mega. Also grandiose Bilder. Mir hat der Fahnenschwenker sehr, sehr gut der wirklich nichts anderes mehr an dem Abend gemacht hat, als diese Fahne zu schwenken und der einsame Trommler, der dann da hinter der Mannschaft her rannte, sehr, sehr gut gefallen. Also Glückwunsch und ich weiß vom Team von Schwung auf TV, dass das übertragen hat, dass ja auch in der Region sehr stark unterwegs ist da, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, die Ecke, dass das ein Hammererlebnis war tatsächlich und alle standen natürlich auch. Ganz kurzer Blick, um das einmal rund zu machen auf die Tabelle, weil wenn wir uns das Spiel anschauen, dann müssen wir auch ganz kurz einschätzen, was das jetzt dort eigentlich oder was es dort für Auswirkungen gibt. Homburg 39:1 und Budenheim 36:4 Punkte jetzt logischerweise dann mit der zweiten Saisonniederlage. Homburg noch ohne Niederlage einmal unentschieden gespielt. Das also der Süden. Jetzt gibt es noch 2 kleine Hinweise an euch, wenn ich nämlich in Richtung Chat schaue. Ich sehe Nadja 5x ist dabei, abonniert auf Stufe 1, liebe Nadja. Vielen Dank. Moin, hast du schon in den Chat geschrieben. Liebe Grüße, Schnecke 68 ist traditionell natürlich im Chat dabei. Nadja 5x subscribed mit Tier 1. Ich bin ja immer so ein bisschen am Fremdeln mit diesen ganzen Begriffen, die da im Chat so genannt werden. Ich komme ja gar nicht von Twitch. Aber als ich heute Morgen mein Handy aufgemacht habe, habe ich ein PDF-Dokument bekommen von Michel, unserem Regisseur. Und der hat mir nochmal Twitch für Dummies quasi erklärt. Und daraus möchte ich jetzt kurz vorlesen, denn ihr werdet es natürlich verstehen. Was könnt ihr machen, um uns zu supporten? Also, lasst unbedingt ein Follow da, um uns zu unterstützen. Lasst ein Sub da. Lasst ein Prime-Sub da. Verknüpft euren Amazon Prime-Account mit dem Twitch-Account. Kostenlos möglich. Und wie kann man in den Chat schreiben, um mir zu gratulieren, dass ich so super die Twitch-Regeln kenne? Das geht natürlich ganz einfach. Ihr könnt kostenlos mit eurer Mailadresse euch ein Konto anlegen mit Passwort und dann könnt ihr einfach reinschreiben in den Chat und das war's. Also, supportet uns, das würde uns jetzt sehr freuen. Das ist aber jetzt ernst gemeint, also da würden wir uns tatsächlich sehr drüber freuen, über alle möglichen Subs und was es da alles so gibt, was auch immer das am Ende des Tages ist. So, jetzt schauen wir mal zu Wattenbek und Heide, die sich gegenseitig supporten, um quasi im Thema zu bleiben oder im Sprachduktus. Jörg und Kolja
sind bei uns. Jörg, dich habe ich neulich auf dem Spielberichtsbogen von Heide gesehen, gemeinsam mit Anna und Leonie, deinen Töchtern, als Trainerteam. Kann man quasi sagen, ihr coacht gerade so ein bisschen Heide? Oder wie ist das zu interpretieren? Also wir haben ja den Fall gehabt, dass der Trainer uns verlassen hatte mit 4 weiteren Spielern, nachdem bekannt war, dass wir mit Wattenbek zusammengehen wollen. War so ein bisschen überraschend und dann musste natürlich in der Not irgendwas gestrickt werden. Und da hat Leonie, ist ja meine zweite Zwillingstochter, die ist ja noch verletzt gewesen, hat dann gesagt, ich mache Interimscoach und setze mich mit auf die Bank. So, weil eins, wir wollen sportlich das zu Ende bringen, das Ganze, das, was wir angefangen haben. Und ja, das war die Lösung, die wir dann hatten. Wir schauen mal auf die Tabelle der dritten Liga, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Wir sprechen nämlich über die Nordoststaffel der dritten Liga. Der MTV Heide ist ganz unten zu finden mit einem Punkt und der TSV Wattenbek, das haben wir eingangs schon gesagt, hat 18-18 Spieler jetzt nach 18 gespielten Partien. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich die Spielberichtsbögen wiederum von Wattenbek anschaut, dass da Spielerinnen auftauchen, bei denen ich gesagt hatte, Mensch, die waren doch vor kurzem noch beim MTV Heide. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufklären. Da gibt es ganz viele Fragen. Und ihr habt mir auch im Vorfeld eben gesagt, ja tatsächlich, es gibt viele Fragen, so kompliziert ist es aber gar nicht, denn wir haben eigentlich was Gutes vor. Warum ist eine Anna Thompson bei euch auf dem Spielbericht, eine Dana Thomsen zum Beispiel auch? Und wie sieht das mit der Zusammenarbeit aus? Ja, das ist eine gute, also völlig berechtigte Frage. Um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, muss ich ein bisschen ausholen. Also Wattenbek ist ja ein Dorfverein, da mache ich jetzt seit 2019, 2020, kurz vor Corona, den Abteilungsleiter. Man hat mich damals gefragt, ich habe gesagt, ja, mache ich. Damals gab es aber noch ein Team, also es gab noch einen Förderverein und es gab noch ein paar andere Leute, die unterstützt haben. So banale Sachen wie an der Kasse, also Eintritt kassieren oder Hallenheft machen und so weiter. Das hat sich so über die Corona-Zeit alles zerschlagen. Das gibt es alles nicht mehr? Das gibt es alles nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob Corona daran schuld ist oder andere Dinge. Wahrscheinlich das ein oder andere hat zusammengespielt, auf jeden Fall. Fakt ist, ich mache es halt quasi alleine seit 2 Jahren, 1,5 Jahren. Musste meine Familie noch ein bisschen mit einbringen, damit überhaupt noch was stattfinden kann. Und ich hatte mir jetzt halt, hatte für mich entschieden, dass das so nicht mehr gut ist, für uns, privat halt auch. Und habe halt entschieden, dass ich nächste Saison nicht mehr weitermachen werde, sofern ich keine Unterstützung habe oder bekomme. Also ich mache es alleine nicht mehr weiter. Das hatte ich der Mannschaft mitgeteilt im Januar, nach der Weihnachtspause. Das hat dann, ja, ich möchte sagen, eine Dynamik angenommen in der Mannschaft, die ich so nicht erwartet habe, weil letzten Endes habe ich nur gesagt, ja, ich mache alleine nächste Saison nicht weiter. Also du bringst es quasi noch bis Sommer zu Ende? Ja, bringst es zu Ende und dann muss man halt sehen. Ne? Und ja. Wenn ich dann Unterstützung finden würde noch, ganz viele begeisterte Menschen, die helfen würden, hätte ich auch weitergemacht. Also das war ja wirklich die Aussage, alleine nicht mehr. Ne? Und ja, es hat in der Mannschaft eine Dynamik angenommen. 2 Tage später haben dann Jana und Britt den Verein Richtung Rostock verlassen. Kutzner und Puncius. Genau, ja. Bekannt geworden. Und das wiederum hat noch mehr Dynamik ausgelöst, sodass irgendwie die ganze Mannschaft aus verschiedensten Gründen perspektivlos war. Also jeder für sich hatte keine wirkliche Perspektive mehr und wir waren eben knapp vom Abmelden. Und zwar so knapp vom Abmelden, also aus dem laufenden Spielbetrieb. Also direkt in dem Moment quasi auch, nicht erst zum Saisonende? Nee, zum sofortigen Abmelden aus dem Spielbetrieb, weil eben einige halt auch gezweifelt haben, ob sie auch überhaupt noch weiter spielen wollen. Das war eben knapp vorm Abmelden und zwar so knapp, dass ich das entsprechende Schreiben eigentlich schon fertig hatte. Okay. Dann kriegte ich eine Nachricht von Mücke. Manat Bech, der Trainer? Ja, in Tunis war zu dem Zeitpunkt, dass Jörg ihn angerufen hat und dass wir doch mal sprechen sollten, weil er aktuell nicht kann, also auf Tunis, das ist schlecht und so. Und ja, dann hatte ich mit Jörg gesprochen und Jörg kam mit der Idee, dass man doch gucken wollte, dass man vielleicht nicht beide Mannschaften aus der dritten Liga zurückzieht, beziehungsweise dass man da versuchen sollte, auch den Drittligaspiel noch zu halten. Ich war im ersten Moment ein bisschen skeptisch, wer sich erinnern. So Zusammenarbeit Heide, Wattenbek, das ist ja nun auch ein bisschen Strecke, weil es ja auch mit einer Zukunft sein muss, das bringt ja nichts.
das nur für eine Saison zu machen oder nur für den Rest der Saison da irgendwas zu schauen. Aber ganz kurz, wie kam das, dass du Manard Bech erst angerufen hast und dann Kolja? Das war an einem Sonntag, werde ich nicht vergessen, da sagte meine Frau, das darf hier nicht sterben, das darf nicht zu Ende gehen. Also ihr hattet gehört, dass in Wattenbek okay. abmeldet. Und rufe ich den Trainer an. Und dann habe ich Mücke angerufen. Wie gesagt, der war gerade zu der Zeit in Tunis und hatte mich dann an Kolja verwiesen. Den habe ich dann angerufen und habe gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass hier Vereine, Wattenbek stirbt, MTV Heide stirbt, Mönckeberg womöglich. Das geht doch überhaupt nicht. Das darf man auch nicht zulassen. Ja, und dann entstand die Idee, dass man sagt, man ballt die Kräfte und sagt, komm, wir spielen das jetzt noch zu Ende. Der Gedanke war dann, wie können wir Wattenbek stärken, indem wir gesagt haben, gut, unsere leistungsstärkste Spielerin Anna nehmen wir raus, geben vor der Wechselfrist die nach Wattenbek und bekommen dann, weil wir eh eine dünne Kaderdecke haben, zwei Spielerinnen zurück, die in Wattenbek womöglich nicht spielen oder wenig Spielzeiten haben. Sodass man sagen kann, gut, die kriegen viele Spielzeiten bei uns beim MTV, auch wenn wir das letzte Licht unten in der Tabelle sind, aber trotzdem. Und wir pushen Wattenbek, damit Wattenbek in der dritten Liga bleiben kann. Das ist der Grundgedanke. Das heißt, dann kam der Anruf und ihr habt geredet. Und du warst skeptisch, genau. Weil? Skeptisch, weil, wie gesagt, es muss ja auch ein Stück weit eine Vision sein, die in die Zukunft gerichtet ist. Und ich war einfach skeptisch, aber auch nur eine Nacht tatsächlich, ob der Entfernung zwischen Wattenbek und Heide. Weil wenn man in die Zukunft blickt, muss man ja mal klar sagen, es gibt Orte, die näher dran sind an Wattenbek als Heide und die auch verkehrstechnisch besser zu erreichen sind und schneller zu erreichen sind. Also das ist ja, ihr werdet wissen, die Fahrt von Wattenbek, Kiel nach Heide ist nicht so schön. Da fahre ich lieber nach Flensburg oder nach Hamburg auf der Autobahn, aber quer durch an die Westküste ist halt immer ein bisschen nervig. Aber ja, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen dachte ich, warum eigentlich nicht? Man kann ja auch mal was Neues machen und ich finde es halt auch wichtig, dass der Leistungshandball eben halt auch erhalten bleibt und nicht nur oben im Norden, in Flensburg oder nur im Süden, sondern dass wir auch gerade in der Mitte von Schleswig-Holstein, dass wir dort den Leistungsfrauenhandball noch nach vorne bringen können oder erhalten können, der ja komplett weggefallen wäre dann. Ja, Mönckeberg ist jetzt auch ist unten mit drin. Unten in mit der Tabelle. Drin. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob theoretische Chancen, ich glaube, theoretische Chancen bestehen noch, aber praktische glaube ich nicht mehr. Dann wäre die ganze schleswig-holsteinische Mitte wäre weg gewesen in der dritten Liga. Und das finde ich, oder fand ich dann halt auch nicht als zielführend. Also ihr sagt, Grundgedanke des Ganzen ist eigentlich, bevor zwei Mannschaften, Heide und Wattenbek, absteigen, bündeln wir Kräfte und versuchen zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt die Peitschen in der Klasse zu halten. Naja, das heißt, ja, also aktuell die Peitschen in der Klasse zu halten, aber eigentlich ist das Ziel, eine Drittligamannschaft Heide-Wattenbek zu haben. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Okay, das ist dann das die Zukunft. Das ist die Zukunft. Okay. Das ist ja, ja. Und dafür, aber ich mein, dafür machen wir es ja alles. Bevor wir jetzt erstmal, also nur Stand jetzt, aber ja. Jetzt versuchen wir zu verstehen, Wattenbek möchte die Klasse halten, um dann mit Heide zu fusionieren und in der nächsten Liga ein Drittligastartrecht zu haben. Kann man so sagen. Genau, dann wird ein gemeinsames Drittliga-Startrecht ja. In der nächsten Saison haben. Ja. Genau. Okay. Das heißt, Heide spielt auch noch diese Saison jetzt mit der Mannschaft, die ihr gerade habt, zu Ende. Genau, was ich schon sagte, wir haben einen dünnen Kader, aber wir haben halt, bin ich ziemlich dankbar, viele, viele Mädels bei uns noch, die, wir nennen den immer den harten Kern, die halt übrig geblieben sind und trotz keinem Sieg immer den Kopf oben haben und noch relativ gut in den Spielen. Gut, das Ergebnis lassen wir mal außen vor, aber gerade jetzt, wir haben zuletzt gegen Mönckeberg gespielt, auch noch ein ganz gutes Spiel gemacht, die sich da wirklich gut schlagen und wir machen das bis zum Ende durch. Wenn wir das mal zurückverfolgen, wir haben ja auch Heide ein paar Mal übertragen dürfen mit Sprungwurf TV auch, zum Beispiel auch die Aufstiegsspiele damals in Richtung zweite Liga und wissen natürlich auch, dass Heide aus einer schwierigen Situation in der zweiten Liga kam. Und ich erinnere, dass im letzten Sommer auch in Heide die große Frage war, geht hier das Licht aus oder geht es weiter? Und dass Anna Thompson da relativ viel an vielen Fronten auch tatsächlich gekämpft hat, handballerisch, und viele Klinken putzen musste, damit ihr ein Startrecht in der dritten Liga bekommt. Genau. Wie hast du diese Saison bislang in der dritten Liga erlebt?
überaus spannend, hoch und runter, mit vielen Dingen, die man irgendwie noch hinkriegen musste. Wie gesagt, dünner Kader, mit einer Saison fällt der Trainer raus und viel weitere Spielerinnen. Immer wieder Kopf hoch. Man muss sich immer vorstellen, man ist ja selbst irgendwie Sportler, nie ein Spiel zu gewinnen und immer wieder sich zu motivieren und das anzugehen, das ist schon echt eine, finde ich, hervorragende Leistung. Also ich weiß, dass viele uns nach zwei Spielen abgeschrieben haben und haben gesagt, das schaffen die nie. Das hatten die niemals durch. Überhaupt Spielbetrieb überhaupt zu spielen. Überhaupt das voranzutreiben und die Spiele auszutragen. Und von daher bin ich total stolz auf den Rest der Mannschaft, wie sie das gemacht haben. Und gut, man muss da mal gucken, wie wäre die Alternative gewesen. Wir wären sportlich abgestiegen in die Oberliga. Aber was Kolja schon sagte, wer will zu uns an die Westküste? Oberliga können die Mädels überall spielen. Kiel, Hamburg, überall. Da fährt da keiner nach Heide. Und deshalb müssen wir schon was bieten. Und da ist dritte Liga, ich finde die dritte Liga total interessant. Und mit Wattenbek dann einen Kader zu stellen, der da auch wirklich mitspielen kann. Das heißt, wenn du sagst, viele Leute haben uns gar nicht zugetraut, dass wir überhaupt diese Drittligasaison spielen können. Ja. Wie habt ihr es gemacht? Also warum seid ihr immer noch da im Anführungszeichen? Das kann ich dir sagen, weil wir hatten eine Spielerin, das war Anna, kein Trainer und dein Aufruf, der uns nochmal Spielerin rangespült hat, muss ich sagen. Ach, du sprichst unser Interview damals an. Das Interview an, genau. Wir hatten also bis kurz vor Spielbeginn keine Torhüterin, sodass es auch fast gestorben wäre. Und wir mussten dann, was heißt mussten, wir haben dann über eine Spielervermittlerin eine argentinische Erstligistin rangeholt als Torhüterin, haben dann über Umwege noch eine gute Torhüterin aus der Kreisoberliga holen können und konnten somit überhaupt starten und dann die Liga auch bestreiten. Aber der Weg, der war natürlich irrsinnig schwer. Auch damals, also das stimmt, wir hatten ja im Juni, als es gerade auf der Kippe war, ein Interview, Anna und ich, wo sie über die Situation aufgeklärt hat, warum die Lage so ist und wie die Lage überhaupt ist und dass es nicht klar ist, ob Heide in der dritten Liga würde starten können als Zweitliga-Absteiger. Jetzt geht ihr an den Start, aber du hast die Situation gerade beschrieben. Das eine ist, bekommen wir überhaupt einen Spielbetrieb hin? Und das zweite ist, wenn ja, wie ist es sportlich einzuschätzen? Und es hat sich ja relativ schnell gezeigt, wie die Lage ist und dass ihr am Tabellenende steht. Wann kam denn bei euch das erste Mal der Gedanke auf, alleine läuft es nicht? Was habt ihr dann erst überlegt, als die Meldung mit Wattenbek kam? Das war eigentlich, wenn man so sagen, der rettende Strohhalm, den ich da gesehen habe. Was war denn vorher der Gedanke? Der Gedanke war vorher, das aufrechtzuerhalten, dann in die Oberliga zu gehen, aber mir war nachher schnell klar, dass du mit einer Oberliga kein Mädel an die Westküste kriegst. Und wir wären zwar nicht so gestartet mit einer Spielerin, aber mir war schon klar, Anna wollte keine Oberliga mehr spielen. Leonie ist jetzt auch wieder einigermaßen fit, ist ja auch für Wattenbek aufgelaufen. Die möchte auch nochmal höherklassig spielen. Und da habe ich dann schnell gemerkt, gut, dann merkte ich Trainer weg, vier Spielerinnen, die auch nicht weitergespielt hätten, auch über die Saison hinaus. Wobei ich mir sagen muss, da war ich auch so blauäugig. Ich habe eigentlich diese Wattenbek-Geschichte auch für die mitgemacht, um denen eine Plattform zu bieten. Pass mal auf, du kannst auch, wir bleiben weiterhin in der dritten Liga, du kannst auch mit einem gestärkten Kader weiterspielen. Aber das wollten sie halt auch nicht. Und deshalb warst du immer wieder in neue Situationen und du musst dich anpassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das alles aufgeht, so wie wir uns das vorgestellt haben und die Peitschen bleiben in der Klasse, dann ja, sind da gute Voraussetzungen. Heißt, um das Heide-Bild einmal noch abzuschließen, es hat dich ein bisschen überrascht, dass plötzlich auch Spielerinnen gehen und auch der Trainer sagt, ihr geht mit Wattenbek zusammen, dann ohne mich. Ja gut, das hat mich schon überrascht. Also ich kannte schon Nils Möller, der unser Trainer war, verstehen, der das ja auch alles mitgegangen ist. Bin ich auch irrsinnig dankbar für, aber er hat halt gesagt, wenn jetzt alle das mittragen mit Wattenbek, bleibe ich. Ansonsten, wenn es Gegenstimmen gibt, mache ich das nicht. Und es gab halt dann in dieser ominösen Nacht, als ich dann um 1.04 Uhr das Spiel absagen musste, war ja dann noch in der Presse dann diese Rückmeldung, dass da halt vier Spielerinnen auch nicht mehr weitermachen wollen. Und damit war die Konsequenz, dass Nils das auch nicht mehr macht. Das war mir schon klar. Nur du musst halt mit der Situation umgehen und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Das heißt, irgendwann blieb euch gar nicht mehr viel anderes übrig, als mit Wattenbek zusammenzugehen?
Verstehe ich deine Logik? Ja gut, wir hätten das dann aus eigenen Kräften zu Ende gemacht, aber das war natürlich noch schlechter als der Beginn, weil natürlich bei uns dann die Mädels so wegbröselten. Und als ich das dann mitkriegte mit Wattenbek, habe ich gedacht, naja, wie gesagt, das ist der letzte Strohhalm und warum nicht? Ist für beide gut, win to win. Und dann macht es auch Sinn, warum plötzlich eine Anna Thompson, die den letzten Sommer für den Erhalt quasi des MTV Heide in der dritten Liga kämpft, ein halbes Jahr später den Verein wechselt. Ja, also ist ja nicht so, dass es ist ja nicht leicht gefallen. So nicht. Aber trotzdem bin ich natürlich glücklich, dass auch der Tausch mit den Spielerinnen, auch die beiden Wattenbeckerinnen, Kara und Kimi, dass sie bei uns auch gleich gegriffen haben vom Team her. Die haben ja auch nie vorher gespielt zusammen. Aber es funktionierte ja einigermaßen und in Wattenbek ja auch. Von daher muss ich sagen, haben wir da ein bisschen Glück gehabt. Ich möchte es auch gar nicht so sagen, dass gerade so, dass Anna gewechselt ist nach Wattenbek. Ich möchte das eigentlich gar nicht so als Wechsel begriffen haben. Ich möchte das einfach, und das ist halt auch die Idee, die Vision, die dahinter steht, als gemeinsame Spielerin jetzt schon. Ne? Also sie hat nicht von Heide nach Wattenbek gewechselt, sie ist nach wie vor Heiderin und spielt für Wattenbek zusammen mit Heide. Also sie spielt ja jetzt schon für das Projekt nächste Saison. Das finde ich ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, damit es nicht... Sorry. Damit der Eindruck halt auch nicht da entsteht, der wahrscheinlich so eh entsteht, aber dass jetzt von Heide ganz viele weggehen nach Wattenbek, um Wattenbek da irgendwie zu halten, damit Wattenbek irgendwie wieder dritte Liga spielen kann, darum geht es ja gar nicht. Also, aber genau das ist ja mein. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte Wattenbek keine dritte Liga gespielt, weil ich dann nächste Saison nicht weitergemacht hätte alleine. Ne? Und so hat man halt ein Team, das was ja ganz wichtig ist, und Heide ist auch ein Team da. Das, wo man dann die Kräfte bündelt. Ne? Wattenbek hat jetzt die quasi die Mannschaft, Heide hat das Team hinter dem Team und das beides zusammen macht, ist das, was du für eine Drittligamannschaft halt brauchst. Und das geht halt nicht alleine. Du kannst nicht alleine in Wattenbek irgendwie dritte Liga spielen mit Spielerinnen. Ja, die Spielerinnen spielen, aber hintenrum ist keiner da, der irgendwas macht. Ja, und in Heide hast du halt, es sind ganz viele da, die hinten alles machen, aber wenige da, die halt spielen können. Ne? Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, der Weg, der auch in die Zukunft gehen muss. Das, also zwei Dinge dazu. Das erste ist, das war ja auch genau mein Punkt, man schaut auf den Spielbericht und fragt sich, wie ist dieser Wechsel zustande gekommen, der, wie ihr jetzt schon sagt, gar kein richtiger Wechsel ist. Und ich glaube, dass sich sehr viele Leute einfach fragen, was war da gerade los? Deswegen genau. Finde ich so klasse, dass ihr heute Abend hier seid und uns die Sichtweise mal erklärt. Tragen euch andere Vereine, andere Mannschaften in der dritten Liga da was ran? Sagen die toll, dass der Handball in Schleswig-Holstein da jetzt kämpft? Oder es kann ja auch Mannschaften geben, die sagen, naja, Moment, eigentlich hätten wir gute Chancen, gegen Wattenbek jetzt die Klasse zu halten, aber jetzt wird Wattenbek gestärkt und jetzt steigen wir ab. Weiß ich nicht. Also an mich ist bisher nichts herangetreten worden, weder von der einen noch von der anderen Seite. Keine Ahnung, es wird sicherlich Stimmen geben, die sagen, genau das, was du sagst, ja, Wettbewerbsverzerrung oder wie auch immer. Andererseits ist das, glaube ich, eine Geschichte, worum es darum geht es halt eigentlich gar nicht. Ne? Und das ist jetzt der zweite Punkt. Wir bei Sprungwurf TV stehen ja sowieso dafür, dass wir den Handball in Schleswig-Holstein und Hamburg so vielfältig, so groß wie möglich haben wollen, logischerweise. Der einzige Gedanke, der mir dann noch gekommen ist, ich habe den Spielplan ein bisschen durchgescrollt, am 1. April spielt ihr ja noch gegeneinander. Mhm. Was ist denn dann, wenn Wattenbek da noch Punkte braucht für die Klasse und Heide weiter abgeschlagen ist, weil da seid ihr dann ja doch noch nicht eine Mannschaft, sondern auf dem Blatt Papier zwei und auf dem Feld auch. Dann gibt es ein Handballspiel am 1.4., wo zweimal sieben Handballspielerinnen gegeneinander spielen. Und die Spielerinnen, die aus Heide nach Wattenbek jetzt gegangen sind, die spielen dann quasi auch für Wattenbek? Die spielen für Wattenbek, die müssen ja auch für Wattenbek spielen. Ja. Weil formell sind sie ja gewechselt, nur vom Verständnis her, ja, vom großen okay. Ganzen. Aber formell sind sie ja gewechselt, sie können ja auch nicht wieder zurückwechseln. Das ist ja nicht möglich und geht ja auch nicht. Und wie würdet ihr mit Stimmen umgehen, die dann sagen, naja, dann, naja, Wattenbek braucht halt die Punkte, dann kriegen sie die quasi? Ja, was heißt denn, dann kriegen sie die, die kriegen sie auch nicht geschenkt, weil das Spiel wird ja gespielt werden, ganz normal. Und ich glaube halt auch, ohne diese ganze Konstellation, wenn es einfach durchgelaufen wäre, hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Ich glaube schon. Muss man ja auch mal offen und ehrlich sagen. Also
Die Tabellensituation bei Heide hast du vorgestellt. Ich glaube, das wäre relativ, auch ohne dieses Hin- und Hergewechsele, wäre ich optimistisch. Was ist denn die Zukunftsvision des Ganzen, wenn wir dann darüber sprechen, was nach der Saison passiert? Die Zukunftsvision ist eine Spielgemeinschaft Heide-Wattenbek, die in der dritten Liga spielt. Abwechselnd in Wattenbek und in Heide, oder wie läuft das dann? Ja, ob abwechselnd oder ob man sich auf einen gewissen Prozentsatz einigt, dass das die Details haben wir noch nicht besprochen. Da sind wir gerade in der Planung drin, wie das funktionieren kann. Wie gesagt, es ist ja auch ein Stück weit Neuland für alle Beteiligten, so eine SG auf die Entfernung. Und ich weiß nicht, ob es auf Nico, ob du schon mal eine SG auf die Entfernung gemacht hast oder gehört hast, aber ich glaube halt, es kann funktionieren. Auch die Einzelheiten muss man natürlich dann besprechen und schauen, was dann an Details geht und ob man irgendwo zwischendrin Halle anmietet oder für einmal in der Woche Training. Und ja, die Spiele muss man halt auch sehen, da wo die Begeisterung ist, da werden die überwiegenden Spiele stattfinden. Ne? Tendenziell wahrscheinlich mehr in Heide aktuell, also nach dem jetzigen Stand, aber das muss natürlich besprochen werden. Und dann werden aus zwei kleinen Kadern quasi ein etwas größerer Kader? Genau. Unter Mannhard Bech? Aktuell ist er Trainer. Ja. Zurückgetreten ist er nicht. Okay. Über den Sommer dann hinaus? Auch. Naja, aktuell. Wie gesagt, aktuell ist er Trainer und als weitere haben wir noch nicht gesprochen. Okay. Aber er ist quasi auch mit involviert in die, die Planung, sozusagen. Ja, klar. Das heißt, jetzt noch die Saison zu Ende. Wir haben vorhin mal ein bisschen gefachsimpelt, sage ich mal, 18 zu 18 Punkte. Ein paar bräuchtet ihr noch. Aber es sieht jetzt schon mal wieder besser aus, rein rechnerisch, als vor ein paar Wochen, kann man sagen, oder? Ich glaube, wir haben es in der eigenen Hand, ne? Wenn man auf die Tabelle guckt, um den rettenden siebten Platz zu kriegen, gegen Todesfeld ist das nächste Spiel, das ist natürlich das Alles-oder-Nichts-Spiel. Aber wenn wir das gewinnen, sind wir ein vor auf dem siebten. Da haben wir es nochmal, genau. Ja, und dann darf danach halt nichts mehr passieren, aber es ist halt auch ein schönes Gefühl, das in eigener Hand zu haben. Ne? Also Platz 8 aktuell, 18 zu 18 Punkte. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute Abend hier seid. Ja, gerne. Wir bedanken uns, dass wir hier sein dürfen. Und darüber ein bisschen, genau, und zumindest ein bisschen über eure Ziele sprecht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen weiter verläuft, also mit Wattenbek und mit Heide in der dritten Liga, und kommen jetzt zu Nico Kiewer, der ja mal, für, aber wo wir schon bei Distanzen und so weiter gesprochen haben, bei Norderstedt HU gespielt hat, unter anderem. Aber das war dicht dran. Das war, das war eigentlich das Dichteste an meiner Heimat, wo ich herkomme, ne, aus Westerumfeld. Ich habe vorhin eingangs natürlich auch, weil ich das Zitat irgendwo rausgekramt hatte, nochmal gesagt, hier der Wieslander im Kleinformat. Hat die Handballwoche mal geschrieben, in einer Zeit, in der du angefangen hast, du hast es vorhin fast schon als Hype ein bisschen beschrieben, aber du hast mir auf jeden Fall gesagt, dieser Terminus Wieslander in kleinem Format, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Warum nicht? Ja, weil es überhaupt nicht passt. Wieslander ist Weltjahrhundert-Handballer und ich war irgendwie 17, 18 Jahre alt. Und dieser Vergleich hat einfach nur Also damals hat er mich richtig beschäftigt und jetzt mittlerweile nervt dieser Vergleich mich. Du siehst ja, es wird immer noch mal wieder rausgekramt. Und ich finde halt, das passt halt überhaupt nicht, dass man ein Nachwuchstalent damals mit einem Weltjahrhundert-Handballer vergleicht, nur weil man irgendwie auf der gleichen Position spielt und in der gleichen Mannschaft. Genau, aber du kamst ja auch damals zum Thema. Aber es war ja auch nicht so, dass ich jetzt, wenn das Spiel jetzt eng war und Wieslander hat nicht funktioniert, dass dann Nico Kieber kam, sondern dann kam irgendwie ein anderer Spieler nochmal rein. Ja? Also, und deswegen solche großen Fußstapfen dann, so einen jungen Kerl, sag ich mal, der gerade am Anfang der Entwicklung steht, aufzubürden, sag ich mal, das ist nicht unbedingt einfach. Und deswegen habe ich es nicht verstanden damals und verstehe es heute auch noch nicht richtig. Was warst du dann? Wie? Ich war Nico. Nico Kiewert in Großformat. Ja, genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, es ist ja schon für einen jungen. Wie alt warst du damals, als du zum THW kamst? Zum THW war ich 16. Alleine das? Dann in die A-Jugend, dann A-Jugend gespielt, A-Jugend
war damals noch, hieß noch dritte Liga, da gab es noch keine A-Jugend-Bundesliga. Da gab es ja noch nordostdeutsche Meisterschaften und dann hat man sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, da mit 16 dann gespielt und mit 17 dann in der zweiten Herren und in der ersten mittrainiert. Ich kann mir vorstellen, für einen jungen Spieler in dem Alter ist das schon das Besondere eigentlich. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Also ich werde das nie vergessen, wo der THW damals angerufen hat, wo es um die A-Jugend ging, wo ich eigentlich noch B-Jugendspieler war. Und wären wir mit Westerrönfeld damals aufgestiegen, dann wäre ich das ja auch noch in Westerrönfeld geblieben, weil ich wollte unbedingt dann irgendwie in der Oberliga spielen. Und dann hat auf einmal der THW angerufen und nicht für die B-Jugend, sondern für die A-Jugend. Und da hat meine Mutter damals schon zu mir gesagt, ja Nico, da musst du dich auch mal darauf einstellen, dass du vielleicht auch mal ein bisschen öfters auf der Bank sitzt. Und so habe ich eigentlich gedacht. Es war eigentlich immer so Schritt für Schritt. Es hat sich dann irgendwie so entwickelt. Man war dann da auf einmal auch irgendwie Leistungsträger. Ging dann immer weiter durch die Auswahl und dann irgendwann in die Jugendnationalmannschaft. Und ich hatte da irgendwie nie den Gedanken, jetzt beim THW in der ersten Herren oder so auf einmal zu landen. Das hat sich dann mehr oder weniger durch Talent, durch Arbeit, durch viel Training, ja, viel zu viel Hallentraining in meinen Augen, vielleicht mehr Krafttraining damals schon einen klaren Plan zu machen. Das war damals in der Zeit auch noch ein bisschen anders als hier im Trainingszentrum, wo dann irgendwie... Wir haben schon über Juri gesprochen, mit dem ich bei Ostsee noch zusammengespielt habe. Wo dann so Juri Knorr, ja, wo dann schon frühzeitig so Pläne erarbeitet werden. Ja, was ist jetzt wichtig in dieser Phase? Das war damals noch nicht so ganz. Wir reden über eine Zeit 97, 98, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich habe ein Zitat, ich springe jetzt ein bisschen in deiner Laufbahn, aber ich habe natürlich ein bisschen, um den Trainer Nico Kieber zu verstehen, ein bisschen über den Spieler nachgelesen. Ich habe ein Zitat im Hamburger Abendblatt noch im Kopf. Da sagst du auch rückblickend so Richtung Stralsund zum Beispiel, im Grunde habe ich viel zu wenig Kraft gemacht, aber das hatte auch einfach einen Grund, ich war viel zu faul, ich hatte keinen Bock auf Kraft, ich wollte viel lieber spielen. Ist das so das Einzige, was du, bereust du es überhaupt oder sagst du, nee, ich bin total... Nee, das denken mal viele, dass ich es irgendwie bereue, aber... Nee, es klang nur so, deswegen nee, fang ich nach. Also erstmal Wahnsinn, was du da alles recherchiert hast im Vorweg. Also in Stralsund sind wir ja damals aufgestiegen. Wir haben dieses Jahr 20-jähriges Aufstiegsjubiläum, wo es eine WhatsApp-Gruppe gibt. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist so lange her. Ja. Krass. Und ich glaube 2002, 2003. Und eigentlich wollte ich immer nur mit dem Ball spielen. So, und beim Handball, das ist ja nun mal ein absolut physischer Sport. Und es erleichtert natürlich, wenn man sich so ein Gladiator trainiert, ja, um da dann einfach diesen nächsten Schritt zu gehen. Aber ich wollte immer, ich habe Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tischtennis im Westerrönfeld gespielt, ich habe Handball gespielt. Und eigentlich hat mir Krafttraining, das was dazugehört einfach, das habe ich immer bis zu einem gewissen Grade gemacht, aber man musste mich da eigentlich reinprügeln, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich wollte eigentlich, war bei jedem Hallentraining immer dabei. Und dann war irgendwann die ganz bewusste Entscheidung, wo es in Stralsund, wo wir ganz knapp den Abstieg dann verpasst haben oder abgestiegen sind, gehst du jetzt in die erste Liga oder in die zweite Liga und machst so weiter und konzentrierst dich auf dein Studium. Und ich habe dann für mich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, nein, ich will zur TSG Friesenheim da vielleicht oben mitspielen, mit meinem Hallentraining mein Studium weiter forcieren, was ich dann auch abgeschlossen habe. Und das war eigentlich eine bewusste Entscheidung. Ich bereue die in keinster Weise. Ich glaube auch nicht, wenn ich alles rausgeholt hätte, dass jetzt... da ein riesen Durchbruch gekommen wäre. Ja, vielleicht hätte ich ein paar Jährchen irgendwo in einem durchschnittlichen Erstligaverein geschafft oder so. Aber ich habe das in Stralsund in der ersten Liga gespielt, wo man da schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hat. Und habe mich dann immer pudelwohl in der Rolle eigentlich gefühlt, auch Leistungsträger zu sein bei Spitzenmannschaften in der zweiten Liga. Was war der, du hast jetzt Stralsund schon angesprochen, wenn du auf all die ganzen Jahre und vielen Stationen zurückblickst, der schönste Moment handballerisch? Oh, schwer da irgendwas herauszupicken. Das war eigentlich jede Zeit. Ich war ja eigentlich immer so über einen Zeitraum von 4 Jahren bei Verein. Also ich bin jetzt niemals ein Jahr irgendwo gewesen und dann wieder gegangen, sondern das war schon immer ein Abschnitt. Und da gab es natürlich bei jedem Verein irgendwie schöne Momente. Natürlich, wenn man nach den sportlichen Highlights fragt, dann ist das für mich der Aufstieg mit Stralsund in die erste Liga, wo ich mir damals viel Prügel einholen musste von Altenholz, ja, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt doch den nächsten Schritt gehen. Ich hatte damals gerade einen Kreuzbandriss, das war unter Wolfgang Schwenke. Ach, bevor du nach Stralsund gewechselt hast. Bevor ich nach Stralsund, das war mein erstes Jahr nach meinem Kreuzbandriss. Und ja, habe damals mit Wolfgang gesprochen, der in meinen Augen auch immer noch einer meiner besten Trainer damals war. Und er hat gesagt, Nico, warte noch ein Jahr.
Dann gehst du woanders hin. Ich wollte aber unbedingt und habe gesagt, nein, wir werden mit dieser Mannschaft aufsteigen, weil die gerade was Neues aufgebaut haben. Und es war eine ganz, ganz tolle Truppe und Schwerin war eigentlich Top-Favorit, damals mit einem großen Etat. Und wir haben das dann geschafft und wir waren eine richtige Mannschaft. Und das ist eigentlich das, was mich immer so fasziniert hat, so Mannschaftsgefüge, Zusammenhalt. Wir haben ganz viel nach dem Training zusammen da gemacht. Wir waren ganz viele Spieler, wo die Freundinnen irgendwie noch woanders wohnen geblieben sind, nur am Wochenende kamen. Das heißt, wir hatten auch viele, die dann allein zu Hause waren, haben viele Spieleabende gemacht und so. Man sieht das ja, dass so eine Mannschaft jetzt nach 20 Jahren sich mit 10 bis 12 Leuten wieder trifft. Und das war auf jeden Fall so eine herausragende Zeit, sag ich mal. Wie viel Stralsund steckt dahingehend noch jetzt bei dir in Ellerbeek? Also wie viel versuchst du daraus auch zu lernen und in deine Mannschaft, die du trainierst, reinzupacken? Ganz viel. Also ich glaube, Handball ist ein Mannschaftssport. Man braucht eine klare Hierarchie, man braucht eine Struktur. Vom Altersdurchschnitt, aber auch von Führungsspielern, von Kreativspielern. Man braucht da eine gute Mischung. Man braucht eine gute Teamfähigkeit, eine gute Stimmung einfach, eine Grundstimmung. Jeder Spieler soll sich irgendwie wohlfühlen, der soll nichts mit sich rumschleppen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Kommunikation ist da ganz, ganz viel gefragt. Vor allem auch die Spieler abholen, die dann vielleicht mal ein bisschen weniger spielen, denen auch erklären, warum das in diesem Fall so ist. Ja? Und insofern steckt da sehr, sehr viel drin, weil... ja, das uns damals erfolgreich gemacht hat und ich glaube auch in Ellerbeek wir ganz, ganz viel übers Team einfach kommen. Und es ganz schwer ist, uns auszurechnen. Wenn man sich auf die Torverteilung anguckt, haben wir eigentlich durch die Bank weg ganz, ganz viele Spieler, die über 50, 60 Tore haben und wo du nicht sagen kannst, okay, wir nehmen jetzt den Spieler auf Mann oder nehmen ihn weg oder so und wenn wir den Spieler ausschalten, dann haben wir schon gewonnen. Nein, da sind viele Spieler auf ganz, ganz hohem Niveau, sag ich mal, in der Oberliga. Ich habe noch ein Zitat, was ich dir vorhalten muss, wo ich gedacht habe, das stimmt nicht. Du hast gesagt, du bist über die Jahre hinweg, oder anders gesagt, sinngemäß, du bist erst bei deiner Station bei der HSG Ostsee oder im Spätherbst deiner Karriere, formuliere ich jetzt mal, erst bei deiner Station bei der HSG Ostsee ruhiger geworden. Und ich habe letztes Jahr ein Spiel von euch geschaut, Ellerbeek gegen St. Pauli und habe dich beobachtet als Trainer, habe ich das stimmt nicht. Das ist gelogen. Du, als Trainer tingelst du von links nach rechts und bist noch genauso drin wie der Spieler. Bist du wirklich ruhiger geworden oder du bist doch teilweise, habe ich den Eindruck, du wechselst dich gleich selber noch ein? Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt gar nicht mehr diesen Tiger an der Außenlinie braucht, sondern das war damals auch so ein bisschen, um alles aus dieser Mannschaft rauszuholen. Ja? Jedes gerade wo wir so unten waren, ne, wo sie auch ganz, ganz viel Emotionalität gebraucht haben. Jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich viele Spieler habe, die auch schon höher gespielt haben. Ja, also der Coach auf der Platte vorne, ja, der ist da, hinten in der Abwehr habe ich den Coach, also der verlängerten Arm, wie man so schön sagt. Und dass sich diese Mannschaft eigentlich auch eher nach Taktik sehnt, nach Ruhe, nach auch Vertrauen in die eigene Stärke. Aber es gibt auch Spiele, da muss man halt auch einfach mal die Mannschaft aufrütteln, ja, und auch mal das nach außen hin transportieren. Und ich probiere immer auf meinen Bauch zu hören, was braucht diese Mannschaft jetzt? Braucht sie eher ein bisschen Ruhe? Braucht sie Emotionalität? Und diese Mischung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Woher hat dein Bauch das gelernt? Gibt es Trainertypen, ja, denen du oder von denen du in deiner Laufbahn Dinge mitgenommen hast? Ja, ganz, ganz viel. Ich glaube, man nimmt von jedem Trainer da etwas mit. Ne? Diese Akribie, die wir damals wie akribisch wir gearbeitet haben unter Noka Sederosic, ja, dem Taktikfuchs, ja, wie detailliert wir da gearbeitet haben, noch sehr auf Spielzüge damals geeicht. Ja. Jetzt ist der Handball ein bisschen freizügiger geworden, glaube ich. Man gibt den Spielern mehr Freiräume, um in Auftakthandlungen zu agieren. Wolfgang Schwenke, ich kann da ganz, ganz viele Trainer nennen. Jeder hatte seine Vor- und Nachteile. Man probiert die Nachteile am besten dann anders zu machen, ähnlich wie man das in der Erziehung, ja, mit seinen Kindern macht, ne, wo man dann von den Eltern, was man erlebt hat. So ist eigentlich auch als Trainer. Und man muss aber auch seinen eigenen Weg gehen. Man darf jetzt nicht irgendein Trainer-Idol kopieren, sondern ich glaube, das Wichtigste als Trainer ist einfach Authentizität. Ich glaube, die Frage, die jetzt kommt, hast du schon hunderte Male in Gesprächen bekommen. Trotzdem
interessiert es mich total. Der Spieler Nico Kiebert und der Trainer Nico Kiebert, wie wären die miteinander ausgekommen? Nicht gut. Weil? Ich glaube, ich war nicht einfach zu handeln als Spieler, weil ich auch schon immer strategisch, so taktisch gedacht habe. Und dann gab es schon den einen oder anderen Trainer, der so ein bisschen die Taktik nach anders gesehen hat und mich dann vielleicht auch nicht so abgeholt war und ich dann anderer Meinung war, gerade wo ich dann noch jünger war. Das meine ich vielleicht, wenn man älter wurde, dass man dann ein bisschen ruhiger war. Und, also es lag dann doch eher am Spieler als am Trainer. Es lag auf jeden Fall dann auch an mir, aber ich habe trotzdem nie mich persönlich über der Mannschaft gesehen, sondern ich wollte eigentlich auch immer erfolgreich sein und manchmal war man halt ein bisschen anderer Meinung in irgendwelchen Konzeptionen oder Aufstellungen oder in der taktischen Ausrichtung eigentlich, nicht in Aufstellungen, also wer spielt jetzt oder nicht, das nie. Sondern taktische Ausrichtung oder so. Ja, ich habe es halt immer gehasst, wenn der Trainer dann gesagt hat, ja, aber. Und aber im Endeffekt habe ich mich dann eingeordnet und auch dann untergeordnet und bin dann immer zu 100% dem Trainer gefolgt. Klar. Bevor wir zu den Spielern kommen, mit denen du zusammengespielt hast, mal zu denen, mit denen du nicht zusammengespielt hast. Du bekommst alles Geld der Welt von den ganzen Subs, die wir hier bekommen, und könntest dir einen Spieler holen, mit dem du, oder aussuchen, mit dem du unbedingt gerne hättest zusammenspielen wollen, aber es nie getan hast. Aus all den ganzen Jahren deiner Karriere, mit wem hättest du super gerne zusammengespielt? Ivan Obalic, glaube ich. Weil? Ja, weil das irgendwie, das war noch so ein bisschen so ein Straßenhandballer, sag ich mal, der einfach auch instinktiv gespielt hat. Mich hat das auch irgendwie angefixt, dass er so ein bisschen so eine Diva war auch auf dem Spielfeld. Die ganze Mannschaft ist ihm aber gefolgt. Ich glaube, er wird da vergöttert in seinem Land und war sehr, sehr erfolgreich. Kommt eigentlich aus dem Basketball so ein bisschen, hatte auch diese Basketball-Moves und so. Ich finde, das war schön anzuschauen. Es war natürlich alles auf ihn abgestimmt, klar. Aber jetzt ad hoc so, habe ich mir noch nie tatsächlich drüber einen Gedanken gemacht, aber ist mir jetzt so im Kopf geschossen. Viele, viele andere Sportler natürlich auch, Handballer. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ich meine, es gibt natürlich 100 Millionen Spieler, mit denen du zusammen gespielt hast und mit denen du, glaube ich, auch abseits der Platte ziemlich viele verrückte Dinge erlebt hast. Also du könntest sehr, sehr viele, glaube ich, fragen. Guter Freund dieser Sendung, Konstantin Mardert, liebe Grüße, hat geschrieben, ey, das wird aber eine lustige Sendung, wenn Nico Kiebert zu Gast ist. Habe ich gefragt, warum? Hat er geschrieben, absolute Legende, der Typ. Und Moment, also so, ich kann ihn nochmal zitieren. Ja, genau, so hat es gesagt. So, und dann habe ich überlegt, so mit wem, wer könnte was erzählen, so ein bisschen. Und dann, mach keinen Scheiß. Theoretisch könnte man 100 Millionen Leute tatsächlich auch fragen. Aber wir starten mal mit einem. Ich habe zwei Sprachnachrichten mitgebracht. Nein. Als Anekdoten. Aber warum im ganz großen Welthandball nachfragen, wenn man es vor der Tür tun kann? Denn witzigerweise habe ich einen Sportreporter-Kollegen, mit dem ich jahrelang zusammen moderiert und kommentiert habe. Und irgendwann sagte ich, du, bald kommt Nico Kiebert zu uns. Carsten Fuhrer? Nee. Und dann sagte er, das gibt's ja gar nicht, mit dem habe ich zusammen gewohnt. Lars Gröning. So. Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt gerade hier mal raussuche. Und wann habt ihr zusammen gewohnt? 1998, 99. Das war so diese Zeit, wo ich halt noch als THW so gespielt habe. The one and only Nico Kiebert, schreibt er. So. Bist du bereit? Hier kommt Lars Gröning über... Ich habe ihn tatsächlich nur gefragt, ich brauche Grüße von dir und eine Anekdote. Und ich habe sie noch nicht gehört. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Oh. Nein! Lukas war unser Wunschspieler. Oh, Moment. Das ist die falsche Sprachnachricht. Schade. Hallo, Herr Kiebert. So, ja, zusammen gewohnt. War nur ein halbes Jahr, aber es hat sich angefühlt für 10 Jahre. Aber das war jetzt nicht nur positiv. Ja, eine Legende, würde ich sagen. Nicht nur als Fußballer, sondern auf dem Handballfeld. Ich weiß noch, wie wir beiden völlig überrascht sind, weil dann ein Angebot reinkam von Stralsund und wir uns einfach eine lustige Zahl ausgedacht haben, die wir mal als Gehaltsforderung stellen.
haben wir gemacht, hat geklappt. Und das war der Auftakt zu einer wunderbaren Reise, kann man fast sagen, quer durch Deutschland und dann doch zurück in den Norden. Und dann hast du ja sogar noch mal in meiner alten Heimat gespielt, meine ich, ne? Bei der HSG Ostsee war es dann, bei mir noch damals der TSV Neustadt. Und ich könnte eine Menge gute Geschichten erzählen. Allerdings sind davon wahrscheinlich die wenigsten für die Öffentlichkeit bestimmt. Nico, bleib so, wie du bist. Du bist immer ein Kind geblieben und das meine ich positiv. Halt die Ohren steif. Bald ist Ostern. Bitte? Halt die Ohren steif, bald ist Ostern. Ja. Das war mal so unser Spruch. Was war denn die Zahl in Stralsund, die ihr euch in der WG ausgedacht habt? Die Zahl war zu niedrig, weil die Zahl lief über 2 Jahre und ich glaube, ich war der günstigste Mittelmann in der ersten Bundesliga dann in Stralsund. Das heißt, du saßt mit Lars zusammen in der WG-Küche und ihr habt gesagt, Nein. Lass mal die Zahl nennen? Das werde ich nie vergessen. Norbert Henke, der damalige Trainer von Stralsund, hat mich angerufen. Das war das WM-Finale Deutschland gegen Brasilien, das morgens um 11, glaube ich, übertragen war, weil die WM war, glaube ich, in Korea-Japan. Mhm. Genau. Und es war Kieler Woche. Und ich habe das Spiel verschlafen. Wir wollten das Spiel eigentlich schauen. Ich weiß nicht, ob du Christian Schöppner noch kennst aus Altenholz. Wir waren auf der Kieler Woche auf dem Samstag, das Spiel war auf dem Sonntag dann, morgens um 11. Und auf einmal habe ich einen Anruf bekommen und ich habe eigentlich gedacht, die rufen mich an, wo ich bleibe. Und dann war Norbert Henke halt am Apparat und hat gesagt, er möchte mich noch als Mittelmann verpflichten und hat das halt alles erzählt, was er vorhat, was auch im Endeffekt dann eingetreten ist. Und wie das so in Altenholz war, wir haben natürlich überhaupt nicht viel Geld bekommen oder so, sondern es ist halt ein kleiner Verein und man hat ein bisschen Aufwandsentschädigung bekommen und ich wusste natürlich, okay, mit den Zielen muss man natürlich irgendwie auch ein bisschen pokern, ich hatte keinen Spielerberater. Und da ist mir irgendeine Zahl eingefallen, die habe ich ihm halt gesagt. Und dann hat der Henke gesagt, okay, da muss ich erstmal nochmal diskutieren. Ich wusste nicht, dass in Altenholz so viel Geld verdient wird, aber wenn das so ist. Ja, so war es. Und so ist es gekommen. Krass. Das war die erste Sprachnachricht. Ja. Die erste Stimme war, glaube ich, von Viktor Schilagi. Lars und ich schicken uns natürlich immer so von die ganzen Pressekonferenzen hin und her, die wir dann natürlich für unser Radioprogramm brauchen. Und zwischendurch schickt er mir also Anekdoten über Nico Kiebert. So. Eine zweite Anekdote von Jan Asmut. Ach, nein. Was fällt dir zu Jan Asmut ein? Ich habe ihn in meinem Handy unter Lieblingsmensch gespeichert. Also ich kenne Jan ja noch. Da war er noch B-Jugendspieler in Bietigheim. Und ja, ich habe schon gemerkt, dass das ein ganz besonderer Mensch eigentlich ist. Und obwohl er jung war und schon immer bei uns mittrainiert hat, hatten wir eigentlich relativ viel Kontakt schon. Und dann ist er nach der A-Jugend und in die zweite hergekommen. Und ich finde das beeindruckend. Ich hätte auch nicht daran geglaubt, dass er irgendwann mal Kapitän ist von Bietigheim Bissing in der ersten Bundesliga, wie er sich da durchgebissen hat. Und ein ganz positiv verrückter Typ auch. Ich glaube mittlerweile selbstständig. Wir telefonieren ab und zu mal sporadisch. Ist immer in meinem Herzen und wenn ich meine Schwester im Süden besuche, dann probiere ich immer auf dem Spiel da vorbeizukommen. Ja, viel erlebt zusammen, viel Spaß gehabt. Ich bin gespannt, was er mir sagt. Ich auch. Weil das ist tatsächlich schon eine längere Sprachnachricht. Die Geschichte dahinter ist, dass wir ja schon lange versucht haben, ein Interview miteinander zu führen, also wir beide jetzt. Schon sehr, sehr lange, über ein halbes Jahr, also letzten Sommer schon versucht. So, jetzt heute hat es endlich geklappt und im August habe ich Zweitliga-Podcast mit Jan Asmut gemacht. Und dann war die Podcast-Aufnahme vorbei und dann sagte ich, ja, wenn das klappt, in 2 Wochen treffe ich übrigens Nico Kiebert. Und dann kam er ins Reden und ins Ausschweifen und so weiter und dann sagte ich, schicke dir eine Sprachnachricht. So, hier kommt Jan Asmut. Ich hoffe, es ist jetzt... Moin, Kiebert. Schön, dass du im Podcast bist. Ich dachte, ich erinnere dich an der Stelle mal an den kleinen Ausflug, den du mal mit deinem Lieblingsmenschen gemacht hast. Und zwar warst du doch mal bei so einem Turnier um die Jahresende. London. Alessandra Palace, wo man einen komischen Pfeil auf ein komisches Board wirft. Vielleicht kannst du noch mal googeln, wer das Ding gewonnen hat. Hast du ja damals, glaube ich, nicht mitbekommen. Aber erzähl doch mal ein Ticken darüber. Würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Liebe Grüße an Jan Asmut. Ihr wart bei der Darts WM? Genau, einmal, ja. Also eigentlich wollte ich mit einem sehr guten Freund von mir aus dem Norden hin und war mal wieder im Süden. Da war er gerade bei Bietigheim gespielt und da habe ich ihm das erzählt, dass wir da hinfahren. Und wir waren da irgendwie auf einer Party, die da stattgefunden hat. Und
Er war total begeistert und ich habe dann einfach mein Handy in die Hand genommen und habe ihm zwei Flüge aus Stuttgart dazu gebucht und dann kam er aus der Nummer nicht mehr raus. Und ja, wir hatten immer lange überlegt, was ziehen wir denn an. Und mein bester oder ein guter Freund von mir, der heißt halt, hat halt Spitzname Berne. Und wie du ja weißt, Kiba, Kirschbananensaft, bin ich halt als Banane gegangen mit beklebten Kirschen oben drauf. Berne als Berne, sein Bruder alias Apfel. Und Jan Asmut ist dann als Ananas gegangen und kam dann später dazu. Und dann sind wir da als Fruchtcocktail sozusagen durch die Gegend gelaufen. Und naja, ich glaube, wenn man da hinfährt, man muss sich immer entscheiden. Schaut man jetzt das Finale gemütlich auf der Couch und will das Spiel sozusagen sehen oder entscheidet man sich da für die Party? Das hat ja schon ein bisschen... Ihr wart beim Finale? Im Finale, ja. Finale damals. Das Endspiel? Das Endspiel damals, ja. Naja, klar. Wenn schon, denn schon. Und wir haben uns für die Party entschieden. So, und dementsprechend bin ich die ganze Zeit geflüchtet vor den Minions, die Banane fangen wollten. Und ja, es ging hoch her. Es war eine coole Veranstaltung. Also, wer hat es gewonnen? Weißt du es mittlerweile? Oder wann waren das überhaupt? Es ist schon 7, 8 Jahre her. Das war dieser Schotte. Ach, der. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Bekannte. Ich weiß nicht, kennt sich hier jemand mit Dart aus? Gar nicht. Genau. Gar nicht. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, da sind einige Schotten und Briten mit dabei. Der Ältere, der... Ja. Vielleicht weiß es der Chat. Der Chat vielleicht. Ja. Vielleicht, da sind bestimmt einige Darts-Fans da. Auch gut zu sagen, Schotten und Briten. Ich überlege jetzt nicht. Ist ja auch eher. Ich komme gerade nicht drauf. Gleich. Wir werden wieder ernst. Vom Elli Pelli weg. Peter Wright schreibt Torsi 96. Peter Wright? Nein, das war nicht Gary 600. Anderson. Gary Anderson, richtig, hat das Ding gewonnen. Flo Heider, guck mal da, im Chat sind doch ein paar Darts-Fans dabei. Wie kommen wir denn jetzt vom Darts und vom Elli Pelli wieder nach Elli Bag? Oh Gott. Fokus, Konzentration beim Abschluss. Ella Big, der Elli Pelli, der Oberliga. Nein. Ja, gut. Spieler Nico Kiebert haben wir besprochen. Trainer Nico Kiebert. Parallelen in Sachen Zukunftsplanung vorhanden, wenn du sagst, ich wusste schon in Stralsund, was ich will und ich habe mich ganz bewusst für eine bestimmte Liga entschieden, dass ich da oben mitspiele. Wie lange planst du, kann man eine Trainerlaufbahn planen? Also erstmal sehe ich mich ja noch am Anfang meiner Trainerlaufbahn, wenn man so eben sagen will. Und das Zweite ist, dass wir in Ellerbeck sehr, sehr viel auf den Weg gebracht haben und eine sehr positive Entwicklung zu sehen ist und wir auch jetzt schon wieder eine schlagkräftige Truppe für nächste Saison zusammen haben und da auch noch nicht fertig sind in den Planungen. Und mich treibt überhaupt nichts aus Ellerbeck jetzt irgendwo weg. Ich habe aber mit Peter Paulsen von Anfang an immer eine ganz offene Kommunikation und sollte jetzt irgendeine Anfrage kommen für den nächsten Schritt und den nächsten Schritt sehe ich, wenn dann nur eine Liga höher in die dritte Liga, dann werden wir miteinander sprechen und dann werden wir eine Lösung finden. Das, was man aber da das ist bis jetzt noch nicht absehbar. Was man da schon zwischen den Zeilen hört, offene Kommunikation, du hast gesagt, es passt einfach in Ellerbeck. Warum passt das, Nico Kiebert und Ellerbeck? Puh, also Ellerbeck ist ein ganz, ganz handballverrücktes Dorf, sag ich mal. Ja? Und wir haben da ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer. Die ganze Stadt, Dorf steht da hinter uns. Und ich habe gerade das Eventteam angesprochen, die da ganz, ganz viel auf die Beine stellen, um das Handballspiel drumherum. Wir haben im Schnitt über 300 Zuschauer. Wir wollen den Schnitt weiter erhöhen. Wir sind dabei, Strukturen zu schaffen, um mittel- bis langfristig immer ein Spitzenteam erstmal in der Oberliga uns da zu etablieren. Und dann, wenn diese Strukturen vorbereitet sind und man das lange geschafft hat und die Sponsoren offen sind und diese Entwicklung sehen, dann kann man vielleicht über den nächsten Schritt nachdenken. Und ich glaube, wir sind da noch nicht vollends am Ende der Reise. Bin sehr gespannt, wo das in Ellerbeck hingeht und wo dein Weg hingeht. Ich habe ein paar schnelle Fragen zum Abschluss für dich, weil wir schon gerade auch über Spieler gesprochen haben, mit denen du vielleicht hättest gerne zusammenspielen wollen.
hast du noch so 3, 4 Namen, ohne jetzt die Anekdoten abfragen zu wollen, aber mit denen du unfassbar viel erlebt hast, wer so deine wirklich vielen Freunde aus den vielen Ecken, wo du warst, geblieben sind? Ja, eigentlich kann man immer so sagen, ist pro Station immer so, im Endeffekt bleibt so einer hängen, mit dem man so ein bisschen in Kontakt kommt. Aber das bedeutet ja nicht, dass das jetzt, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Spieler, mit denen man ganz viel verrückte Sachen erlebt hat, aber wo man einfach sich dann aufgrund der Entfernung oder der Zeit einfach voneinander entfernt hat. Was willst du jetzt wissen? Wer waren diese Freunde? Oder was waren die, mit wem hast du am meisten erlebt, handballerisch? Handballerisch? Am meisten erlebt? Da kann ich eigentlich gar keine rausheben vom Handball. Wem ich da am meisten erlebt habe. Mit allen eigentlich auf dem Handballfeld. Und abseits der Platte? Robin Haller wäre so ein Name im Bietigheim. Aber auch Andreas Stange. Ich weiß nicht, sein Bruder Marco Stange, kennst du den noch? Friesenheim. Lev Voronin als absolute auch Legende, ja, Olympiasieger, der bei Friesenheim war. Ja, ganz, ganz viele. Sportlich gesehen natürlich in seinem ersten Jahr im Männerbereich Juri Knorr bei der HSG Ostsee. Da waren so viele charakterlich interessante Menschen, Spieler, Sportler. Das wäre ungerecht, da irgendeinen herauszuheben. Mit welchen Gedanken, weil ich das sehr, sehr spannend finde, und wir haben, bevor die Sendung hier losging, auch schon über Juri ein bisschen gesprochen. Mit welchen Gedanken hast du ihn bei der Nationalmannschaft verfolgt? Weil er immer noch sehr, sehr jung ist. Du kennst ihn, hast du gerade gesagt, aus der Zeit, wo er noch jünger war, wo er gerade in sein erstes Herrenjahr Oberliga ging bei der HSG Ostsee. Mit welchen Gedanken hast du ihn jetzt bei dem Turnier erlebt? Weil medial, ich meine, er hat super gespielt. Medial wurde er natürlich total abgefeiert. Ja, also ich finde das beeindruckend, wie man in so jungen Jahren schon so eine dominante Rolle dann spielt, auch in der Nationalmannschaft. Das hatte ja schon fast den Anschein, als wenn dieses ganze Spiel nachher nur noch auf ihn ausgelegt war und irgendwann dann dieser Code geknackt wurde von einer Mannschaft, die ihn dann so ein bisschen rausgenommen haben. Ich habe gehofft, dass er diese Leistung über das ganze Turnier da fortführen kann, aber ich glaube, die Gegner haben sich dann auch auf ihn eingestellt und das Zusammenspiel Mitspieler Juri, Kreisläufer Zusammenspiel ist überragend, ja, und vielleicht da noch ein bisschen mehr auch, dass man das auf mehrere Schultern auf dem Rückraum dann verteilt, dass man nicht so leicht ausrechenbar ist. Die Entwicklung ist gigantisch, also wenn der Junge so weitermacht und so fokussiert bleibt, und das ist er, der arbeitet ganz, ganz akribisch an sich, ist sehr, sehr kritischer Spieler, wird manchmal auch falsch gedeutet, finde ich, von der Öffentlichkeit. Also wird manchmal so ein bisschen vielleicht so als unnahbar, arrogant vielleicht so gesehen, ist er aber überhaupt nicht. Ist ein ganz feiner Kerl, der eigentlich eher so ein bisschen schüchtern ist und deswegen anders rüberkommt, als er eigentlich ist und sehr, sehr selbstkritisch ist. Also er wird nicht nur reif, er ist es auch. Ja. Vom Kopf her. Ja. Ein Thema, was uns, glaube ich, die nächsten Jahre hoffentlich noch sehr, sehr lange beschäftigt, wenn das würde bedeuten, dass Deutschland auch bei den nächsten Turnieren sehr gut spielt. Freue mich sehr, dass das endlich geklappt hat mit uns. Und das wäre ja auch mal wieder schön. Wir reden ja immer über Frankreich, Dänemark, ja, über so Weltklasse. Wann schafft ein Spieler das in die Weltklasse? Ja? Ich will ihn gar nicht in diese in diese großen Fußstapfen jetzt heben. Aber ja, wir müssen es ja auch in Deutschland mal wieder schaffen, auch Talente zu entwickeln, ihnen auch vielleicht die nötigen Freiheiten zu geben, ja, um sich auszuprobieren, um auch in diese Weltklasse vorzustoßen. Ob er das dann irgendwann schafft in diese Weltklasse, ist die andere Frage. Aber es wäre ja schön, wenn Deutschland mal wieder einen hätte, ne, an denen sich dann so eine Mannschaft auch hochziehen kann. Aber das Interessante ist ja, auch damals schon in der Oberliga war er schon extrem weit. Und er ist ja jetzt nicht so, wie man das von vielen Talenten sagt, irgendwie alle werden in einer, haben eine Laufbahn am Reißbrett. Das ist ja bei ihm absolut gar nicht der Fall, sondern er hat ja wirklich im Männerhandball in der Oberliga dann nochmal gelernt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen. Aber so kreativ, so individuell seine eigenen Gedanken haben, das hat ihn ja auch damals schon ausgezeichnet. Auf jeden Fall. Und er war auch immer wissbegierig. Und wenn man ihm was gesagt hat, er hat auch zugehört und hat sich die Meinung eingeholt.
Und er hat jetzt auch keinen Freifahrt scheinbar aus sich gehabt. Ne? Also Thomas war ja damals, Thomas Knorr, sein Vater war ja damals der Trainer und wir hatten einen starken Kader und es gab auch Spiele, sogar des Öfteren, wo Juri dann am Anfang auf der Bank saß. Und die Entscheidung war ja ganz bewusst, ihn voll in ein Team gleich zu integrieren. Ja, mit 17 Jahren habe ich damals auch bei THW 2 gleich im Oberliga-Handball gespielt. Und ihn aus Schwartau so ein bisschen, A-Jugend-Bundesliga, Zweite und dann hast du noch Auswahlmannschaften. Und du bist irgendwie nie richtig in einer Truppe, wenn du immer so hin und her gereicht wirst. Das fand ich damals auch schon immer so irgendwie störend. Und dann dieser Weg, Oberliga, Ostsee, erstes Jahr her. Ich finde, das hat ihn ungemein weitergebracht und spricht ja auch für die Weitsicht, die Thomas und er und sein Berater damals schon hatten. Und dann war das aber damals großartig, wo ich dann gesagt habe, okay, ich wechsle nächstes Jahr zum TSV Ellerbeck. Und ich dachte dann, okay, dann sitzt man danach in der Kabine und trinkt ein Bierchen und wird ein bisschen ausgefragt. Und dann hat Juri aber gesagt, ich habe auch noch was, ich wechsle zum FC Barcelona. Und da wisst ihr ja was, oder könnt ihr euch ja denken, was Gesprächsthema war, Ellerbeck oder Barcelona. Im besten Fall beides. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch dran, ich schaue gerade auf die Uhr. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle direkt Schluss. Sage euch ganz vielen lieben Dank, sonst kriege ich nämlich Ärger wieder mit der Regie. Die muss gleich früh ins Bett. Ja. Liebe Grüße. Vielen Dank euch dreien. Bin sehr froh, dass das geklappt hat. War eine sehr aufschlussreiche, spannende Sendung. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. In 2 Wochen sind wir wieder da mit Anwurf. Aber folgende Hinweise haben wir noch für euch. Am Mittwoch gibt es auf der Watch-Plattform von Sprungwurf TV A-Jugend Bundesliga live Hamburg gegen den THW Kiel. Das lege ich euch noch ans Herz. Dann hier auf dem Twitch-Kanal am Sonntag Spitzenspiel SH-Liga MTV Lübeck gegen Dreier Lübeck hier live auf Twitch. Und dann in der kommenden Woche beginnt, da habt ihr es, der Eurocup bei Sprungwurf TV. Wir übertragen nämlich die Spiele von Schweden, Spanien und Dänemark nächsten Mittwoch oder jetzt nicht diesen, sondern also doch, nächsten Mittwoch ist es, 8. März, 19 Uhr, 10, Schweden gegen Spanien. Das werde ich als Kommentator begleiten, freue ich mich sehr drauf. Also, das live hier bei uns auf Twitch. Bis dahin, habt eine gute Zeit, alles Gute, bleibt gesund, liebe Grüße und tschüss.